gekriegt und ich hätte ihn erledigt mit Freude. Ich bin froh, dass du mich hast. Hast du ja nicht. Dann ist die Nacht ein Freund. Hast du sie angewiesen?
geht nicht anders. Okay. Dieser hier lässt sich einfach identifizieren. Die Farbe war ich schon immer scharf. Auch die Blut. Und die anderen? Ich gehe dir ein wenig zur Hand, Abby. Das wird nicht lange dauern. Was ist schiefgelaufen? Ich habe zu lange gewartet. Ja, ich muss schneller gewesen. Ungefähr hier. Ich konnte nirgendwo anders hin. Und dann sind wir zu Boden gegangen. Wir haben gekämpft und dann habe ich ihn weggestoßen. Aufgrund der Blutproben, Hauttönen und Schnittwinkel bin ich mir zu 95% sicher, dass die Finger zu den Opfern 1, 2, 3 und 5 gehören. Wie du weißt, wurde der Finger von Opfer Nummer 4, anders als die anderen, gleich nach Eintritt des Todes abgetrennt. Die Trittbrettfahrertheorie klingt logisch, Boss. Der Mann von Nummer 4 wusste, dass er den Finger abschneiden musste, aber nicht, dass er offensichtlich als Genies aufhob. Und auch nicht wo. Ich habe euch umgedreht. Und da war. Du hast geschossen. Ja, das stimmt. Ich verstehe das nicht. Wieso hast du das nicht schon eher getan? Ich war an der Kamera. Ich heiße Linux, ich bin Privatdetektiv. Wir müssen reden. Ich kann mir vorstellen, dass Jedi ständig um allerlei Hilfe gebeten würden, aber das hier ist wichtig. Jemand von der Republik muss erfahren, was ich entdeckt habe, falls ich verschwinden sollte. Ich verstehe nicht. Seht ihr in Gefahr? Fast immer, aber diesmal ist es anders. Im Club Ufora gehen üble Dinge vor sich. Ich habe gesehen, wie einige republikanische Flottenoffiziere reingegangen sind, aber sie sind nicht wieder rausgekommen. Also habe ich mich umgesehen. Ich habe es in einer der hinteren Räume geschafft. Er war voller Sklavengefüge. Wozu sollte ein Club Sklavengefüge brauchen? Ihr werdet überrascht, was hier vor sich geht. Aber da ist noch mehr. Im Club Ufora herrschen wohl Sicherheitsmaßnahmen, viel mehr als normal. Die Waffen sind mit Kampfartillerien und kybernetischen Implantaten aufgenutzt. Was da auch zu sich geht, es soll um jeden Preis geheim gehalten werden. Jemand muss diese Offiziere retten. Um 20:15 Uhr, Sat. 1. Ihr habt das Richtige getan, Eva. Ich kümmere mich darum. Muss ich die Macht mit euch sein? Das wollte ich schon immer mal sagen. Am 21:15 Uhr. Oder jeder nach der Schule. Wir müssen.
Kaugummi. Niagambo-Wanderfuder. Du solltest dich bei Siva entschuldigen. Wir müssen aber immer noch die Frage nach dem Finger von Opfer Nummer 4 klären. Gibt es ein Problem? Das klingt nach Ärger. Jiska Fernanda, Obaninci Costa, Inigo Zare, Iko Obokini, Otafunki Dungo, Tapadawan. Jitauta Iska Fernanda, Bumba Kongokni. Ging es hier auch an mich? Stehe ich noch unter Verdacht? Ich hab's nie gedacht. Woher hattest du den Fingerabdruck? Du hattest meine Waffe da. Und du hast meinen Fingerabdruck vergleichen lassen. Hat mich übereingestimmt und jetzt erzählst du mir, dass du nie geglaubt hast, dass ich es war. Hör zu. Ich habe versucht, es zu verhindern. Es tut mir leid. Ihr kennt die Namen eurer Meister. Glitzer, Sim und Glasstaub, Magneta und Wish. Auch ich kenne sie. Auch ich bin diesen Weg gegangen. Trotzdem stehe ich hier und bin frei. Ich war 21 Jahre lang irrsüchtig. Aber als meine Quelle versiegte, bin ich davon losgekommen. Deshalb muss jemand dem Handel ein Ende machen. Für die Leute hier. Ich würde gern mit Ihnen reden. Sie müssen uns begleiten. Wir hatten heute einmal zu wenig. Die Idee ist gut. Aber du siehst nicht aus, als könntest du dich durchsetzen. Die Narben eines zügellosen Lebens. Ich habe gehofft, ihr würdet mir helfen. Hier gibt es überall Rillabore, die Tausende von Süchtigen versorgen. Wenn ihr sie ausschaltet, müssen die Süchtigen einfach aufhören, weil sie nichts mehr kriegen. Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist ihnen aufgefallen. Sie hatten von ihm gehört und haben zwei und zwei zusammengezählt. Und dann, als Hoffmann sein drittes Opfer ansprach, haben sie... Ich war schon immer gegen den Handel mit Fleiß. Ich bin dabei. Jawohl, dann fangen wir mal an. Also, ich zeige euch, wo die Rittervolle sind. Sie sind die Herzen der Operation. Oder die Lungen oder sonst was, wo man nur wenig von hat. Schaltet sie aus und den Dealern geht der Stoff aus. Dann wird alles ganz einfach. Was ist bei der Wartung passiert? Nein, sie haben sich verletzt, als sie ihrer Frau den Finger abschlagen. Wir haben einen Kleiderdruck und Blutspuren an der Mordwaffe gefunden, die weder von Hoffmann noch von den Opfern stammen. Und der DNA-Test wird sie überführen. So. Oh.
Ich war noch nie in meinem Leben so froh, einen Jedi zu sehen. Verdammt, ich kann kaum was sehen. Sie haben mich vollgepumpt mit irgendwas. Mein Gesicht fühlt sich ganz taub an. Verstehst du denn keine Hochsprache? Das ist mir zu hoch. Wer hat das zu verantworten? Ich habe keinen Namen gehört. Danke. Die meisten dieser Leute sprechen nicht von Basic. Diese niedlichen kleinen Tänzerinnen haben mich und meine Kameraden hergebracht, um etwas Dampf abzulassen. Auf einmal waren die Tänzerinnen verschwunden. Sachen haben uns halb totgeschlagen. Sie haben uns wie Tiere im Käfig gesperrt. Und dann können wir sie zusammen in den Fahrstuhl legen. Gute Idee, Mr. Palmer. Jetzt wird alles gut. Ich bin gerettet. Aber was ist mit den anderen? Sie haben uns einen nach dem anderen in Müllbehältern rausgeschmuggelt. Niemand ist zurückgekommen. Nur ein Fähnrich. Er war verändert. Hat mich nicht mal erkannt. Wo auch immer sie ihn hingebracht haben. Ganz schrecklich ist es dort geschehen. Entschuldigung, ist da oben alles fertig? Natürlich, Doktor. Gut. McGee? Hast du den Pass eingesteckt, McGee? Das muss untersucht werden. Vielleicht weiß ich, wo ihr mit der Suche anfangen könnt. Ich habe gehört, dass die Wachen die Quarantänezone erwähnt haben. Ich glaube, dort haben sie die anderen hingebracht. Bitte, ihr müsst sie retten!
Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Ihr habt euch einen Freund fürs Leben gemacht, Jedi. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Ich schulde euch was.